Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Vollmond im Löwen und der Mond im Wassermann. Also Sonne im Löwen, Mond noch im Wassermann, noch, weil das Entscheidende bei diesem Vollmond ist, wie ich schon gesagt habe, die extreme Vakuumstellung 29 Grad 37. Vakuum bedeutet die letzten 30 Minuten eines Sternzeichens sind voll, naja, Auflösungstendenzen, weil eben schon die Tendenz ins neue Sternzeichen stark ausgeprägt ist und das alte eben im Auflösen begriffen ist. Beim Löwen ist es allerdings oft etwas anderes, weil da haben wir immer wieder das Phänomen beobachtet, dass Menschen mit 1-2 Grad Jungfrau-Sonne noch sehr stark in der Löwe-Energie vorhanden sind oder verankert sind, oft noch viel stärker als in der Jungfrau-Energie. Aber wie auch immer, wir haben hier eine Auflösungsenergie vorhanden, eine Energie der Orientierungslosigkeit, und ich würde dann auch sagen, insbesondere weil der Mond der eingeschlossene Herrscher des achten Hauses ist, des Scheiterns, ja. Und auch hier haben wir natürlich immer zwei Möglichkeiten, entweder Machtausübung oder Scheitern. Im Falle der Vollmondkonstellation würde ich es deswegen als Scheitern bezeichnen, weil ja Sonne und Mond bereits sehr schwach gestellt sind. Also das heißt, im Gegensatz zum Merkur, zu dem kommen wir aber noch, weil da haben wir eine ganz andere Aussage. Und außerdem ist ja der eingeschlossene Herrscher sowieso geschwächt, wesentlich schwächer als der echte Herrscher, also der in dem Fall Merkur. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was scheitert? Worum geht es? Was ist das Thema bei diesem Vollmond? Was uns zunächst einmal auffällt, ist, dass die Achse 3-9 angesprochen ist, also die Wissensachse. Das dritte Haus steht eben für Kommunikation, für Unterhaltung, für sozusagen das kleine Wissen, und das neunte Haus steht für das große, erhabene Wissen, von mir aus das akademische Wissen, aber auch religiöses steht hier sehr gut gestellt. Ja. Das achte Haus wäre zum Beispiel großer Tiefgang. Hier geht es aber eher halt auch um, wie gesagt, philosophisches Wissen, nicht so die spirituellen Schichten, die sind eher 12. und 8. Haus. Ja, und jetzt haben wir den Herrscher von 9 in 9. Das 9. Haus können wir wiederum in verschiedene Art und Weise interpretieren. Ich würde zunächst einmal einen aktuellen Zusammenhang herstellen. Das heißt, die ganze Welt blickt derzeit auf den Hindukusch, und auch hier haben wir das entfernte Hausland, und der Löwe bedeutet natürlich Spitze 9 im Löwen, dass dieses Thema jetzt besonders wichtig ist, dass das besonders im Fokus steht. Und Herrscher von 9 in 9 ist eben eine starke Position, allerdings nicht so sehr die Vakuumstellung, das ist nämlich eine heftige Schwächung. Für mich bedeutet die Grund, also eine von mehreren Aussagen dieses Vollmondes, dass in den nächsten 14 Tagen, ja, weil Vollmondhoroskop gilt bis zum nächsten Neumond, aber der findet dann schon in der Jungfrau Fische statt, dass wir hier das Thema Ausland, Reise, Flugaktivitäten im Vordergrund haben und dass wir hier über den Mond und natürlich die Vakuumgrade auch das Scheitern drinnen haben. Also das heißt, das dürfte nicht so funktionieren, wie es geplant war, und wir haben jetzt damit kein Problem, wenn es scheitert. Wir sehen auch gleichzeitig Jupiter in der Nähe, und Jupiter steht ja auch für die Ferne. Also würde als natürlicher Herrscher des 9. Hauses diese Aussage, die Ferne und sozusagen die Nähe, also das heißt, da will jemand aus der Ferne zu uns kommen, weil Mond steht auch immer für unsere Heimat, ja, dass das nicht funktioniert. Und hier sehen wir schon eine der möglichen Ursachen des Scheiterns. Wir haben hier den Jupiter als Herrscher des 2. Hauses. Das heißt, es könnte sich hierbei um einfach Finanzprobleme handeln, dass das nicht finanziert wird. Warum auch immer, ja.
Wie gesagt, ich kann euch nur hier rauslesen, was ich hier sehe. Ja? Ich würde gerne andere Botschaften herauslesen, ich versuche aber halbwegs, ja, wie möchte ich sagen, halbwegs gut zu manipulieren. Na, Scherz beiseite. Ich sehe halt das, was ich sehe, und das ist natürlich durch meine Konditionierung auch, wie sagt man, determiniert oder vorher bestimmt. Wie gesagt, wir können aber auch noch andere Botschaften hier herein interpretieren, und zwar, wenn wir das neunte Haus weniger als Ausland sehen, sondern mehr als höheres Wissen und den Mond als Kommunikation nehmen, dann würde das hier schon mal auch bedeuten, dass hier über das achte Haus sehr geheime Informationen an die Oberfläche treten. Ja? Also auch das würde hier sozusagen herauskommen oder anders interpretiert, positiv interpretiert, das Negative positiv interpretiert, dass sozusagen das Verheimlichen von Informationen nicht mehr funktioniert, nämlich über die Vakuumstellung. Gut, weiter zum dritten Teil. Ende.